Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Medusa Box von Loredana. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Medusa von Loredana, das Ganze am 11. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Loredana. Das Ganze erscheint hier in einer quadratischen Box. Als erstes werden wir mal die Folie entfernen und dann schauen wir uns an, was wir hier haben. So, die Folie ist ab und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Der Schriftzug hier oben, der lässt sich schwer lesen, nur wenn man etwas hier ins Licht hält. Genau, hier lesen wir es. Medusa, also es wurde hier so geprägt, so etwas vertieft, der Schriftzug. Ansonsten hier alles in so einer schwarzen Optik und es fühlt sich auch ein bisschen an wie so Kunstleder. So, auf der Seite alles hier in schwarz. Hier gibt es keine weiteren Schriftzüge oder irgendwas. Hier ist wirklich alles komplett in schwarz. Und auf der Unterseite haben wir Infos zum Album, also wo das Ganze eben hergestellt wurde, wer das Design gemacht hat, Barcode, die beteiligten Labels und so weiter und so weiter. Es gab diese Box in zwei Varianten. Einmal hier, wie ich sie habe, Box SM und einmal in LXL. Bezieht sich auf einen Gegenstand, ich glaube auf die Thai-Box Shorts. Und nachdem ich meistens M trage, habe ich mich auch hier für diese Box entschieden. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen in schwarz. Und hier kommt dann der Inhalt. Wir haben hier einmal so ein kleines Säckchen mit dabei und der eigentliche Boxinhalt, der ist dann hier wirklich wie bei einem Geschenk verpackt worden. Den kann man hier auch ganz rausheben, von innen auch wieder in schwarz. Und dann schauen wir mal rein. Also wir haben hier passend zum Dezember, zur Weihnachtszeit, haben wir hier dann ein Geschenkpapier, das hier komplett mit diesem M designt ist. Das bezieht sich jetzt meines Wissens nicht auf die Größe, sondern ist einfach das M von Medusa. Wir können dann hier dieses Siegel, diesen Sticker hier entsprechend abmachen, wenn es gelingt. Genau, und dann lässt sich das hier wunderbar öffnen oder man zieht es einfach zur Seite raus. So, als erstes haben wir hier mit dabei ein Bandana. Als zweites die Shorts, also die kurze Hose hier, das Album an sich und zusätzlich noch ein Bogen mit Tattoos. Ja, das kommt hier in dieser Geschenkverpackung, in dieser Papieroptik. Machen wir mal zur Seite. Kann man direkt zu Weihnachten verwenden, um ein Geschenk zu verpacken. Aber wir schauen uns mal an, was hier alles so genau drin ist. Also, das ist die Shorts. Dann haben wir ein Bandana. Jeder einzelne der vier Inhalte ist hier in Folie. So, das ist das Bandana. Dann haben wir den Tattoo-Bogen. Mal rausholen und es sind sogar zwei Tattoo-Bogen und dann haben wir hier das Album an sich. Das ist ja auch noch eingeschweißt, werden wir hier mal befreien an der Schweißnaht. So, ist, wenn ich es mitbekommen habe, eines der wenigen Releases, das wirklich auch noch so physisch zu haben ist ohne Box. Also diese CD kann man auch nur so kaufen, wenn man möchte, also ohne die Box, einfach hier nur die CD an sich, die gibt es physisch noch, machen viele gar nicht mehr, die machen nur noch Box und digital. Aber Loredana macht es noch, Medusa gibt es noch regulär. Das ist das Cover, sieht auch wieder aus wie auf der Box, also hier in dieser schwarzen Kunstlederoptik mit dem geprägten Schriftzug. Auf der Seite in schwarz. Auf der Rückseite spannenderweise keine Tracklist, sondern hier wieder die Infos, die wir auch schon auf der Box hatten.
Barcode haben wir auch mit dabei. Wie gesagt, separat erhältlich das Album. Und von innen sieht das Ganze so aus. Wir haben hier Loredana. Ich dachte eigentlich, das wäre das reguläre Cover der CD. Also sie hier mit so einem hautfarbenen Body, mit so einem Oberteil. Und dann mit der Schlange, die sich hier um ihre Arme windet. Ja, das wäre meiner Meinung nach das Albumcover gewesen, aber ist es scheinbar dann nicht geworden. So, das Booklet. Ah, okay, ist ein Posterbooklet, wie ich sehe. Okay, also was haben wir hier? Wir haben hier zum einen mal ein Zitat. Was lesen wir hier? Die ganze Welt, Moment, so, aber jetzt. Die ganze Welt ist gegen mich, so viele Schlangen, doch ich habe das Gegengift. Ja, war ja in den letzten Monaten recht viel los um Loredana. So diese ganzen Betrugsvorwürfe und diese ganze Geschichte mit Petra und Geld entwendet hin und her. Ich glaube, das hat man jetzt irgendwie schlussendlich dann doch lösen können. So, 12 Tracks, das ist die Tracklist. Features sind 2 mit dabei. Und zwar einmal UFO361 und auch wenn es hier nicht wirklich so als Feature angegeben wurde, Delara. Ich glaube, das sind die einzigen 2 Gastbeiträge hier auf den 12 Tracks. Dann haben wir hier noch die Infos zum Album, also hier wieder die Credits und diverse Fotos. Und das Ganze ist, wie gesagt, auch ein Poster. Also Posterbooklet hier in, ja, was ist das, Silbergrau und hier wieder Loredana. Wie gesagt, das war meines Wissens eigentlich das ursprüngliche Albumcover. Das haben wir jetzt eben als Poster mit dabei. Legen wir wieder zusammen und dann geht das Booklet wieder in die dafür vorgesehene Tasche. Die CD kommt in Rot und Weiß, sieht so aus, Medusa, Loredana, wobei das O hier wieder das Venus-Symbol ist, also dieses Weiblichkeitszeichen. Die CD in Rot und Weiß und auf der Rückseite wieder das M. Ja, falls ihr in der Zwischenzeit irgendwie so Klopfgeräusche oder sowas hören solltet, das sind meine Nachbarn, die seit längerer Zeit schwer Baustelle am Start haben. Ja, sorry dafür. Ich kann es leider nicht ändern. Dann haben wir als nächsten Inhalt hier ein Bandana. Und es fühlt sich, um ehrlich zu sein, gar nicht an wie so ein ganz einfaches Bandana. Die sind dann ja doch meistens irgendwie so aus Baumwolle oder sowas. Aber das fühlt sich mehr so an wie so ein Stofftuch, wie so ein Halstuch. Also etwas angenehmerer Stoff, meiner Meinung nach, rein so vom Gefühl. Hier unten Medusa in weißer Schrift, ebenso im gegenüberliegenden Eck. Also wenn man das Ganze dann als Bandana trägt, dann hat man diese Schrift hier wirklich am Eck. So wie es gehört, genau. Aber natürlich auch hier die restliche Fläche komplett hier mit Medusa beschriftet. So, wir haben das Ganze natürlich beidseitig designt. Und das ist ein Egozentrik aus Dresden. Egozentrik GmbH in Dresden. Und das Ganze ist, wo haben wir es? 100% Polyester und, ja, kann man gar nicht lesen, na jetzt, 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. So, dann legen wir das Ganze wieder zusammen, das Bandana. Und kommen zum nächsten Boxinhalt. Der Boxinhalt, auf den sich hier die Größe bezogen hat. Und zwar ist das hier diese Shorts, diese Hose. Ich verbinde die immer so mit Kampfsport, also so mit Thai-Boxen, mit Muay Thai. Also das Ganze hier weiß, dann oben hier am Bund in Rot und Weiß. Hier lesen wir auch wieder Medusa, hier so rechteckig aufgenäht. Und ansonsten der gesamte Bund hier in der Medusa-Optik. So, auf der Rückseite oder Innenseite, Loredana, Loredana, zweimal. Auch diese Hose hier von Egozentrik. Nicht nur das Bandana, sondern auch die Hose und auch das hier. Ah nein, gar nicht. Hier ist 100% Polyester, aber nicht in China, sondern made in, Moment, es stellt nicht scharf, made in Turkey. Grüße gehen raus. So, dann hier noch dieses Zettelchen, dieses Etikett, das wurde hier mit dran gemacht. Und dann haben wir hier vorne natürlich auch noch entsprechend Bänder, um die Hose enger zu machen und in der Größe anzupassen. Ja. Die Hose ansonsten ist eh schon recht eng, weil ja hier oben am Bund das Ganze immer gerafft ist bei diesen Hosen. Hier unten dann an den Beinen nochmal entsprechend vernäht. Ja, und als letzten Boxinhalt, als vierten und letzten Boxinhalt haben wir hier Tattoo-Bogen bzw. Tattoo-Bögen. Denn es sind tatsächlich 2.
hauptsächlich so Schriftzüge. Wenn ich richtig informiert bin, dann sind das alles tatsächlich auch Tattoos von Loredana, also die sie auf ihrem eigenen Körper verewigt hat. Was lesen wir hier unter anderem? 1985, Ready to Die, dann haben wir hier so einen Mond, Stop Snitching, Born in the 90s, Hannah Medusa. Was haben wir hier denn noch? Selfmade Millionaire, Angel, Baby, Why Not, King Laurie, Loredana, Cash Only, Stay Wild, einen Panda. Ja, und ein paar Symbole sind auch noch mit dabei. Also, zweimal hier. Und auf der Rückseite jeweils auch noch die Info, wie das Ganze zu verwenden ist. Also hier steht's Tattoo-Anleitung. So wird das gemacht. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Tattoo-Bögen, zwei Stück an der Zahl. Dann die Kampfsporthose, diese Muay Thai Short im Medusa Design. Ebenso wie das Bandana bzw. dieses Halstuch. Und natürlich dabei das Album an sich mit dem Medusa Schriftzug hier vorne drauf. Das zweite Album von Loredana mit insgesamt 12 Tracks und 2 Features. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Medusa von Loredana. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Loredana unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.